Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Wir haben unser zweites Krankenhaus eröffnet, haben soeben den ersten Teil abgeschlossen und einen weiteren Teil zugekauft. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Und wir haben die Topferei. So, das erste, was wir jetzt hier machen werden. Wir bauen als allererstes nochmal eine Arztpraxis. Machen wir mal ein bisschen sinnfrei. Das ist mir jetzt nämlich auch cool. So. Herr Doktor, Sie haben gewonnen. Bitte kommen Sie jetzt aus Ihrem Versteck. Bauen wir jetzt einfach mehrere hin. Das wird ein bisschen so fröhliche Phrasen für Arztpraxenzentrale. Genauso. Spruch geschickt. Vergiss nicht, dass du stark bist und geliebt wirst. Das Leben lernen bedeutet und dass schlechte Dinge nicht ohne Grund geschehen. Willst du mir sagen, dass irgendwas brennt? Gute denen zuteil werden, die warten können. Sehr tief geschürft, Jana. Wirklich. Noch brennt ja nichts. Gut. Und das Ding ist neu. So. Wir können hier, glaube ich, auch eine Aufnahme hinsetzen, ne? Ja, super. So, hier sollte auch eine Apotheke hin. Auch mit einem Feuerlöscher. So, wir haben wieder Sachen. Topfschmerzen. Portis Head. Okay. Und Personalausforderung. Okay. Sie möchte das bei 100.000 verdienen. 90 Tagen. Krieg wohl hin. Einstellen. Wir brauchen keinen Kredit. Jetzt sei doch mal nicht so. Okay, wir können niemanden mehr rekrutieren. Ups. Ja. Spulen es einfach mal ein bisschen vor. WC-Warzen. Oh, lecker. So, keine neuen Sachen, ne? Nee. Gut. Weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Die tanzt da. Wow. Der erste Patient vor die Entleuchtungsklinik. Wo will der hin? Da ist die Entleuchtungsklinik. Ja, wir machen 7000 Profit. Ist wahrscheinlich keiner. Ach, der musste erst dahin. Scheiße. Wir haben Toten. Oh, hier ist immer für den Toten wieder aufgestanden. Wir werden einen Hausmeister mit einer geistigen Ausbildung brauchen. Zum Glück haben wir den. Aber der ist da hinten. Es fehlt überall an Leuten. Oh, den noch. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ah, sie hatten eingesammelt. Super. Ah, der kann da nicht hin, ne? Bist du da hin? Nein. Wo ist denn ein Arzt für? Scheiße, ich brauche einen Arzt dafür. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar Ärzte. Shit. So, neue Bewerbung. Oh, der kann alles, der wird eingestellt. Ersetzen Sie Ihre leibliche Tante mit einer besseren, großzügigen Variante. Hallo? Ja, Hausmeister hat auch keinen Bock mehr. Wir brauchen mehr Hausmeister. Du wirst einer, der auch Geister jagen kann. Helles Köpfchen entdeckt, Reporterbesuch. Joa. So. Das geht ja schon mal recht fix. Radio Tufa Reporterin Sally. Drift im Krankenhaus ein. Ja, gut. Dann sollten wir nur jetzt mal gerade keinen Toten haben. Muss man die Pflanze reparieren?
Ja, wir haben wieder einen Stern. Wir können jetzt den Deluxe-Entleuchter uns besorgen. Wundervoll. Und wir haben jetzt die Kardiologie. Mindestgröße 3x3. Das ist genau 3x3. Ha. Ist das ernsthaft einfach nur ein Laufband? Ja. Ist es. Na dann. So. Was ist das hier? Ein warmes Hallo euch allen an diesem schönen Morgen. Wir haben schon wieder neues Krankenhaus freigeschaltet. Ernsthaft? Wo die Renovierung der Brücke zum alten Schloss Fluttering ist jetzt verfügbar. Die Behörden haben mitgeteilt, dass man zum Überqueren der Brücke nun keine Fallschirme und Schwimmwesten mehr mit sich führen muss. Ach, es wird einfach nicht mehr dasselbe sein wie früher. Hm. Wir bleiben erstmal hier. So, Verstation. Einige Stationspatienten sind aus einem Orbi-Wellness-Center geflohen, rufen nun auf weitere Behandlung andererorts. Sollten wir sie erfolgreich behandeln, bringt das eine Belohnung. Ja. Sehr gut. Ja. Haben es geschafft. Ja, okay. Also sagen wir, bauen hier jetzt noch eine größere Station hin. So, hier den Table. Das Ding. 1, 2, 3. 4, 5 Betten. Ha. Perfekt. Oh nein, waren da jetzt 2 ungültig? Nee, warum? Hm. Als ob. Wir haben nicht so viele Hausmeister. Wir haben jetzt gerade vielleicht nicht ein bisschen was zu tun, aber wir kriegen nur richtig was zu tun. Vom Reiter Finanzen aus. Ja, gucken wir halt mal. Okay. Sieht doch gut aus. Ich sehe jetzt das Problem nicht. So, alles gut. Das Personal, die Patienten. Kapier ich gerade nicht. Egal. So, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Eine größere Station hier. Die können alle diagnostizieren. Oh, ja, 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 ja. Was willst du? Ja, was? Was? Jetzt mal will die von uns? Ah, Nachricht. Herausforderung. Ja, kriegen wir hin. Noch neue Krankheiten. Wundervoll. So, ah, das sind die Patienten. 2 bereits geheilt im Gang 2. Läuft bei uns. Guck, der ist auch geheilt. Jetzt wird der geheilt. Ha, wir heilen alle 4. Und sogar noch ein bisschen Zeit. So muss das. Perfekt. So, guck, jetzt heilen wir den auch. Ist ein bisschen müde. Und dann läuft das.
Dann bin ich doch recht zufrieden mit. Na komm, du musst geheilt sein. Geheilt sein? Nein. Haben wir den jetzt geheilt? Mhm. Positiv, super. Monobraue und wir haben's. Oh Mann. Wir haben es trotzdem noch geschafft, aber ich wollte alle vier. Na okay. Wir bitten unsere Patienten, sich vom Licht fernzuhalten. Verdiene Kudos für unsere Organisation, indem du die Sternebewertung unserer Krankenhäuser verbessern und andere Herausforderungen abschließt. Okay. Installiere Upgrades an zwei Maschinen. Hab ich doch. Das Jahr ist fast vorbei. Sind doch alle. Super. Hey, wir kriegen Gesundheitspreis. Und willkommen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.